Ja, genau, Buch von Louis Trenkel, ganz genau. Da ist es, ganz genau. Also, Schicksal am Matterhorn heißt es da. Und das hat er wohl damals, hat er mir's geschenkt, hat er mir sogar reingeschrieben, der Maria Theresia Bergmann in Völs am Schlern als Gruß. Louis Trenkel, 20.09.60. Ja, ist ein schönes Andenken an ihn, muss ich sagen. Ich bin damals 13 Jahre alt gewesen und dann auf dem Dorfplatz gewohnt. Ich habe gehört, dass der Louis Trenkel in Völs am Film dran wird. Und das war natürlich eine Aufregung. Ich habe mich schon richtig gefreut, wenn es losgeht. Nachher, eines Tages, ist es also losgegangen. Ein Haufen Leute unten auf dem Dorfplatz, vor allem Kinder. Wenn ich an den Film denke, war das so ein Ereignis an und für sich. Es waren mehrere Ereignisse, die da eigentlich interessant gewesen sind. Aber für uns Buben, was interessant ist, war natürlich jeden Tag in der Früh. Das ist ja, ich weiß nicht genau, über eine Woche oder zwei Wochen gegangen oder so. Da sind wir halt da auf dem Dorfplatz hergepilgert. Ja, und nachher sind wir da gestanden und sind wir halt ausgesucht geworden für verschiedene Tätigkeiten. Nicht? Also ich war ja sehr jung, also ein Kind noch. Und da war ein Dorf und da hat man mich gefragt, ist es ein Bub oder Mädele? Und ich habe gesagt, ja, das kann man noch nicht wissen, es ist noch nicht getauft. Was ich mich auch noch ganz gut erinnern kann, ist in der Schule. Sein war Religionsunterricht. Grüß Gott! Grüß Gott! Setzt euch! Ja, und unter anderem hat der Pfarrer mich dann gefragt, ich soll ihm doch sagen, wie die heilige Dreifaltigkeit heißt. Nachher habe ich nicht gesagt. Die heilige Dreifaltigkeit besteht aus Jesus, Maria und Josef. Der Pfarrer hat dann gesagt, schäm dich und setz dich wieder nieder, hat er gesagt. Annele, steh du auf, die ist ein bisschen hinter mir gesessen. Kann ich mich noch gut erinnern. Und sie mit ihrer Lispelstimme hat sie nachher schon gesagt. Die drei göttlichen Personen heißen Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sehr brav, richtig, mein Kind, setz dich. Und nachher, wow, brav, Annele, sitz wieder nieder. Ja, das war eigentlich schon. Ja, das war so ein prägendes Erlebnis, was ich eigentlich gehabt habe. Natürlich, weil ich auch überzogen haben müsste. Ne? Ich habe keine extra Funktion gehabt. Nicht als Mutter oder nicht als Tante, ich bin halt mit, bin auch gefragt geworden, mitzugehen und um halt auch eine Tracht vorzuführen. Die haben halt das Diebetier gehabt und bin halt noch und mit dem blauen Schurz und bin halt so mitgegangen. Und wichtig ist halt für ihn gewesen, die Tracht. Die Tränkerchen war sie, die Tracht ist halt. Weil sie mir auch mit Sloden und Lengen, die Marianne, die Tiefentierchen. Ich weiß leider, dass sie gesagt haben, die Tracht ist halt auch. Sie haben nicht gefragt, ob wir schön sein, nicht, aber die Tracht. Sie haben leider die Tracht umgeschaut. Sie haben geschaut, sie haben geschaut, dann haben sie es ja gesehen. Ich glaube, dass am längsten die Dorfszene gedauert hat. Das hat relativ lange gedauert. Und einmal sind wir bei der Bilo gewesen, haben mich auch
so eine Szene gewesen mit einem Haufen Schüler und natürlich durch das, dass ich wahrscheinlich für die Kinder mehr oder weniger am meisten gespielt habe. Und ich halt musste zu dem Pfarrer zugeben und die Hand geben und halt irgendwie, ja. Es war halt eine Aufregung für die damalige Zeit, ja. Es war vor meiner Zeit, bevor ich den meinen Mann kennengelernt habe, haben sie den Film gemacht. Und ich bin erst 1961 nach Vöss gekommen. Und da hat man dann ziemlich viel gesprochen über den Film. Und wir haben ab und zu mal den Film umgeschaut, zusammen, also die ganze Familie. Und dann haben wir allem fest gelacht, weil die Kletterszene startet ja mit dem Hubert und mit dem Tata praktisch am Peter Biel, wo sie den Pfarrer treffen. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott, junger Mann. Wohin geht's denn heute? Wir gehen auf den Turm. Wir sind spät dran, müssen weiter. Seid nur recht vorsichtig. Lasst euch Zeit. Ach, uns passiert nichts. Wir haben schon ganz andere Sachen hinter uns. Mehr zum Lachen. Ja, es ist ja sehr schön, dass ihr so gern auf die Berge steigt. Ich beneide euch, denn auch ich liebe die Berge. Aber nehmt es mir nicht übel, man ist immer etwas in Sorge, wenn man weiß, dass da oben Leute in den Wänden herumsteigen. Was hast denn? Lass doch den Pfarrer aus dem Spiel. Das ist doch alles Quatsch. Komm, wir müssen weiter. Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer. Wiedersehen. Grüß Gott. Und mit Rucksack sind sie gewesen und Sportausrüstung und Kletterhosen. Und dann haben wir so viel gelacht, haben wir gesagt, oh mein Gott, Tata, bist du auf dem Peter Biel klettern gegangen? Und dann, weil er hat ja einen Pullover gehabt, den ich noch gekannt habe. Und das war seine Kletterausrüstung und den hat er eben im Film auch gehabt. Und man hat es eben so sehr professionell ausgeschaut. Was mich aber gestört hat, war, dass es nicht seine Stimme war. Das war irgendwie synchronisiert, österreichischer Akzent oder so. Das hat überhaupt nicht zu ihm gepasst und das hat mich auch schon gestört. Und dann sind sie hinauf auf die Selle und haben dort geklettert, bis das Unglück dann passiert ist. Herr Doktor, ich danke Ihnen schön, dass Sie so schnell gekommen sind. Und Ihnen, Herr Pfarrer, möchte ich auch schön danken. Und wegen heute früh, Sie wissen schon, bitte ich um Entschuldigung. Schon gut. Besonders erinnern kann ich mich an eine Szene mit einem hübschen Fräulein. Sie hat gemüsst vom Friedhof rauskommen und über die Stiegen gehen und dabei rehren. Und die Tränen seien ihr über die Wangen gerollt. Und mir ist es ganz traurig für gekommen. Der Luis Trenkerober hat unterbrochen und hat sie gemacht, die Szene nochmal wiederholen. Und ihr habe beobachtet, dass irgendwelche zu ihr zu sein und da mir mit der Pipette Wasser in die Augen eingeträufelt. Und ich bin ganz baff gewesen. Ich habe gemeint, dass die Leute was am Rehren, also wirklich rehren. Und jetzt habe ich gesehen, wie das da geht. Und das hat mich schon ziemlich enttäuscht. Jedenfalls ist es noch so gewesen, dass das Fräulein mindestens 5-mal gemeisterte Szene wiederholen. Und allem wieder Wasser in die Augen und ihr seien nachher die Tränen angerunnen. Und ja, und am Ende endlich ist das, hat's noch geklappt und war es wohl für den Luis Trenker in Ordnung. So. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Pfarrer. Morgen. Grüß Gott, meine Lieben. Bringt ihr einen kleinen Stammhalter? Nein, ein Mädel. Sie haben mich so einfach gefragt, ob wir Pate machen würden. Und hauptsächlich halt, dass man richtig die Tracht wie die Patin geht, mit dem seidenen Dirl und dem blauen Schurz, weißen Ärmel, dass man halt richtig ins Zeug, was wir die Pfälzer für eine Tracht haben. Nachher sind wir von der Zimmerle in der Stube aus gegangen.
Und dann hat der Tränker Söhne sein gewesen, halt war sie. Und dann sind wir ruhig bis zum Runkerhof. Und dann haben wir am nächsten Tag nochmal gemüsst, auch in der Kirche. Haben gesagt, was, dann sind wir über den Dorfplatz auch und halt in der Kirche ist noch der Taf geworden. Wie soll das Kind heißen? Maria. Es war schon ein bisschen. Aber damals hat man ja Geduld gehabt und ein bisschen ist es doch nachher interessant geworden. Eigentlich hat man allem gesagt, Luis Tränker. Der Luis Tränker, ja, manche werden schon Luis gesagt oben zu ihm. Ja, jedenfalls, er war einfach nett mit allen. Und so gesehen haben ihm alle Sympathie entgegengebracht. Ja, ein resoluter Mensch war und da geschaffen hat und da, das und so weiter. Und. Eigentlich kann ich mich nicht so, ich war einfach zu jung. Also, was für mich in Erinnerung ist, habe ich halt allem Schokoladen gekriegt. Und 500 Lire mal inzwischen. Und das war als Kind etwas Besonderes in der damaligen Zeit. Er ist erst von uns jungen Leuten zur damaligen Zeit durch den Film bekannt geworden. Später hat man noch mehr gehört von Luis Tränker. Aber zur damaligen Zeit ist er auch ein bisschen faschistisch gewesen. Und der hat kein Geld gehabt, der hat manche, wie sagt man da, Pleite gemacht gehabt und hat eigentlich, um sie mal gesagt, mit dem Film wieder angefangen. Und er war noch in Grödel und hat bei meiner Schwester gewohnt. Und daheim hat er immer erzählt, dass er wirklich ganz unten war und dort in Fels mit den Filmen. Und die Schwester hat gewusst, dass ich da dabei war und hat ihm das halt erzählt. Später hat man ja die Filme geschaut, nicht? Der Bergrebelle oder halt. Und die Tränkerfilme habe ich viel gesehen im Fernsehen. Und seien auch ganz gut und wie er geklettert ist und halt, ja, ja, schon übertrieben ein bisschen. Überhaupt jetzt in Eltern, wo man alleweil älter wird, da denkt man gerne an die Kindheitsding zurück. Wir haben den Film auch daheim oder halt viel mehr eine Kopie. Und meine Kinder, die auch mittlerweile schon groß sind, können sich köstlich unterhalten, wenn sie den Film gesehen haben. Und ganz eine emotionale Sache war, ich habe den Film allem gesucht und 2003 ist meine Mama in Heiligoben gestorben, ganz, ganz schnell. Und sie hat alle Backeln schon auf dem Tisch gehabt. Und bei den Backeln ist der Film drin gewesen. Ja. Und das war für mich ja, emotional. Heint noch. Thank you.
500 Lehre hast du ja gewesen. Ich habe auch mehr mitgespielt, ja, weil du nicht warst. Sie waren ja Hauptdarsteller. Ich habe nicht gekannt und dann hat er mir wieder Niedersitzung gemacht. Und die hat gemeint, jetzt war es. Schäm dich. Ja, schäm dich, genau. Schäm dich. Und dann hat er nie aufgehört und dann hat er gesagt, ja, und du hast dann gewusst. Ja, genau. Bravo.